Deutsche St. Ledger, das sind die Starter. Es ist Sonntag, es ist September. Wir hatten die ganze Woche über schönes Wetter und jetzt ist es herbstlich. Schade eigentlich, es regnet in Dortmund, aber trotzdem wird das St. Ledger ein sicherlich gutes und spannendes und langes Rennen vor allen Dingen. Der letzte Klassiker in Deutschland steht auf dem Programm. Der Favorit ist Altano, wird trainiert von Andreas Wöhler, der hat in der Schweiz zuletzt das St. Ledger gewonnen, ist Titelverteidiger hier, also ein Spezialist, wenn man so will, auch über den langen Weg. Das wird der Favorit des Rennens werden. Aber welches Pferd ist das zu schlagende? Vielleicht der Gast aus Berlin, das ist die Startnummer 7, das ist Hey Little Girl. David, kannst du mal einmal bitte drauffahren? David ist unser Kameramann, das ist Hey Little Girl. Die haben sich überhaupt nicht gefreut, dass es heute Nacht so mächtig geregnet hat hier im Ruhrgebiet. Die hätten lieber ein abgetrocknetes Geläuf gehabt, die Gäste aus Berlin. Dennoch ist man guter Dinge. Ich habe gerade mit den Besitzern gesprochen und man will hier gewinnen. Das war die klare Aussage. Wir gehen jetzt mit unserer Kamera in den Führing und zeigen Ihnen die Starter, die wichtigsten, kurz vor dem deutschen St. Ledger. Saratino, auch in der erweiterten Favoritengruppe für das deutsche St. Ledger. Im Badener Auktionsrennen sehr gut gelaufen, in der Schweiz vor Arango geblieben. Also den müssen wir hier heute auch irgendwie weit vorne erwarten können. Hey Little Girl möchten wir der dreijährigen Stute zurufen, so heißt sie auch. Andreas Helfenbein wird nachher das Pferd reiten. Wir haben darüber gesprochen, aus Berlin angereist, der Boden vielleicht ein Tick zu tief für Hey Little Girl, aber man kann die Stute vorne erwarten. Man hat so das Gefühl, als ob er weiß, dass er Favorit ist, der siebenjährige Wallach Altano, der Titelverteidiger, auch in der Schweiz gewonnen. Andreas Wöhler trainiert das Pferd, Eduardo Predrosa wird drauf sitzen, klarer Favorit heute. Thank you.
Vier glückliche Menschen. Wir fangen mit dem Jockey an. Ich finde, er ist neben dem Pferd natürlich die wichtigste Persönlichkeit. Andreas, wie war das heute rein von der Taktik her? Das ist ähnlich wie beim Fußball. War das so, das Motto ganz am Ende laufen lassen? Ja, wir waren ja nur 7 Pferde und ich habe sie in Hannover eigentlich richtig kennengelernt. Ich habe gesehen, was für einen enormen Speed sie hat. Und bei 7 Pferden, wenn man sich dann immer an einen dranhängt, der gut geht, und wir wollten außen gehen, das war so besprochen, das war die Taktik, habe ich schon vom Gefühl her, ja, es war schon so alles abgesprochen. Stimmt das, was der Jockey gesagt hat? Ja, stimmt ganz genau so. Ist ja schön, wenn der Trainer dem Jockey auch mal recht gibt und nicht umgekehrt. Aber im Vorfeld zu diesem Rennen, was mussten Sie tun mit ihr? Weil sie ist zum ersten Mal über diese Distanz gegangen. Ja, eigentlich gar nicht viel anders wie sonst auch. Ja, also wir haben natürlich mal eine Arbeit gemacht über längeren Weg als sonst. Aber sonst macht sie ihr normales Programm und sie ist ja erst vor 3 Wochen gelaufen in Hannover, hat da auch gewonnen. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass sie über den Weg kommt, weil sie im Rennen doch sehr relaxed geht und dann zum Schluss nochmal richtig beschleunigen kann. Und das kam mir heute genauso entgegen. Als Andreas gerade hier in den Absattelring kam, hat er laut Tor gerufen. Und da haben die Dortmunder ein bisschen irritiert geguckt, weil das Tor klang ein bisschen nach Schalke. Sind das eigentlich bewusst gewesen? Ja, nicht so wirklich. Ich habe mir das irgendwann mal abgeguckt bei irgendjemandem und ich seit längerer Zeit schreie ich immer Tor. Nein, ich weiß genau so wer. Rüdiger Alles hat mir geschrieben als SMS, also mein Manager war immer Tor geschrieben. Und seitdem habe ich dann angefangen, auch im großen Rennen mal Tor zu schreien. Das ist sehr schön gewesen. Mir hat das sehr gut gefallen als Fußballer natürlich. Frau Bischof, wir haben uns heute Morgen getroffen, ganz früh schon hier. Und da waren Sie ja zunächst mal ein bisschen skeptisch, ob des Wetters, weil es heute Nacht hier in Dortmund geregnet hat. Ja, die Sorge war natürlich sehr groß, dass unser Hey Little Girl als Sternkönig-Mädchen, weil ja bekannt ist, dass Sternkönige eigentlich diesen Boden nicht so mögen, das auch dann gut bewältigen kann. Und ja, wir haben schon mächtig uns Sorgen gemacht. Nico, Lavrenz, wir zwei kennen es schon ein bisschen länger, weil wir fahren auch ab und zu mal zum ZDF, um da um Übertragungen zu kämpfen. Darf man ja ruhig mal sagen an dieser Stelle. Du warst auch ein bisschen skeptisch heute Morgen, ne? Ja, nicht ganz. Auf der Fahrt hierher habe ich zu meiner Frau und dem Trainer Manager gesagt, wisst ihr was, das letzte Mal, als wir in Dortmund waren, Heike und ich, da haben wir auch gewonnen. Allerdings mit Hertha 2-1 gegen Borussia. Und dann dachte ich, es ist vielleicht einfacher für die Dortmunder zu ertragen, dass wir mit Hey Little Girl gewinnen und Hertha die Punkte hier lässt. Ich glaube, damit kann ich leben. Das Schöne ist, wir kommen heute immer wieder auf Fußball zurück. Warum eigentlich Girl mit Ö? Ja, unser Gestüt heißt ja Gestüt Görlsdorf und deswegen... War das eigentlich logisch, ja. Ich wollte es nur noch mal für die Öffentlichkeit erklärt haben. Das heißt ja Hey Little Girl von Icehouse. Eine australische Band übrigens. Ja, und der Mann war ja mal Schlagersänger, der kann sicherlich mal antonieren. Das werde ich jetzt nicht tun. Also nochmal Gratulation an alle Beteiligten. War ein tolles Rennen, ein großartiges Ende und ja, kommt gut zurück nach Berlin. Ja? Ja. So, und wir machen Schluss für heute und sagen, nächste Woche sind wir in München. Bis dahin.